Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Ooh. Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Okay, Basti, zeig mal deine Craft Attack Base. Mach da dein Stream auf. Ja, kann ich dir gerne zeigen. Warte. Das ist diese Pyramide hier. Sag mal. Das ist deine Craft. Das ist deine Craft Attack. Dein Craft Attack. Das habe ich über 2,5 Monate gebaut. Wie kommt man da rein? Kann ich dir gerne zeigen. Nämlich, die Basis ist im Untergrund. Und zwar musst du hier reinfliegen. 2,5 Monate hast du dafür gebraucht. Was ist denn das alles? Ich hab Stein? Was ist denn das da oben? Das sind 100.000 Glasblöcke mit, ja, einem Sternenhimmel sozusagen. Den habe ich sehr, sehr, sehr fein fürsorglich mit ganz vielen Endrods gebaut. Das ergibt so eine Art ziemlich coolen Effekt, wenn man halt das über mehrere Schichten so hinweg macht. Und allein jetzt nur dieses riesige Loch auszuheben und die ganze Wandgestaltung, das war super, super, super viel Arbeit. Ich habe hier so ein riesiges Aquarium gebaut, was komplett gefüllt ist. Ja, es ist eine Menge. 100.000 Blöcke. Ja, das sind 100.000 Glasblöcke. Hier vorne ist zum Beispiel mein Lagersystem. Das ist, also hier sind alle Kisten. Was sind denn Materialien da und so. Wo sind denn da Kisten? Das sind Schalker-Kisten. Das sind halt umgedrehte Schalker. Da, und wieso siehst du da, was ist so? Das ist mit einem Item-Frame. Mit einem Item-Frame sozusagen beschriftet. Also hier siehst du, das ist Stein und das ist, da gehst du einfach nur hin. Genau, daran arbeite ich jetzt gerade noch. Das ist zum Beispiel so ein Skelett von einem Enderdrachen, der da aus der Wand rauskommen soll und so. Hier habe ich so einen Tisch gebaut und ich habe eine, das kannst du auch in Minecraft machen, du kannst Karten erstellen. Das sind 120 einzelne kleine Karten, die insgesamt den gesamten Server zeigen, also die ganze Karte vom Server. Das hat auch zum Beispiel ein paar Tage gedauert, überhaupt so eine große Karte erstmal zu erstellen. Dann siehst du zum Beispiel, dass man hier sich gerade befindet. Das ist komplett, also sowas Großes habe ich auch noch nie gebaut, weil du musst dir vorstellen, dieses Loch hier, was hier, also das, was wo wir uns drin befinden, das war ja vorher massiv, ne? Das ist 112 mal 112 Blöcke. Das musste jetzt erstmal halt ausgebaut werden und du kannst dir nicht vorstellen, wie lange sowas dauert. Und die Übersicht zu behalten. Naja, und vor allem, also dieses, also guck mal, das sind ja hier dieser Verlauf, das sind ja alles einzelne Blöcke, die so ein Muster ergeben im Farbverlauf von weiß zu immer dunkler bis zu schwarz. Mhm. Und das halt eben, also dass das halt so auch symmetrisch bleibt, das ist schon sehr schwierig so zu bauen. Gibt's dafür irgendeinen Preis? Hast du einen Preis bekommen für das coolste Haus? Gibt's nicht, aber in Craft Attack bauen halt alle so halt komplett kranke Sachen, ne? Es ist halt. Zeig mal noch so komplett. Ein paar Sachen, was so krank ist. Ja, kann dir mal, das sieht zum Beispiel auch super, super krass aus. Das ist so ein asiatischer Tempel, der hier gebaut wurde von Stegi. Warum sind da bei euch Wolken? Das ist von meinem Tech-Chef-Werk, aber hier, also ich glaube, du musst halt auch verstehen, das hat eine einzelne Person gebaut. Das Ding hier sieht aus wie so ein Restaurant. Ja. So, genau so sieht ein Restaurant in Berlin aus. Royal Garden. Also glaub mir, da sitzt du halt Wochen, Monate dran, um das halt so, also so aufzuziehen. Wochen, Monate. Also wenn man das dann in die Luft sprengen würde, dann wäre man auch angefressen. Dann wäre man auf jeden Fall angefressen, ja. Mhm. Willst du mal sehen, was Trimax gebaut hat? Sag mal so, ohne ihn zu nahe zu treten zu wollen, aber Trimax baut nie auf Ästhetik. Wir haben ja zum Beispiel auch nochmal so ein asiatisches Haus. Trimax baut nie auf Ästhetik, sondern eher auf Größe. Und jedes Jahr nimmt er sich immer wieder vor, in seiner Bubble viele, viele Blöcke zu farmen, um am Ende etwas sehr, sehr, sehr Gigantisches zu machen. Wunder dich nicht hier, das ist ein großer Hammer, aber das ist was anderes. Ihr baut ja alle so richtig große Sachen. Skillhafteste Server? Ja, was heißt der skillhafteste Server? Aber hier sind halt einfach super viele Leute, die, ne? Aber guck mal ganz kurz. Das hier ist von Trimax. Du kannst dir, ne, die Relation ungefähr vorstellen, was das hier ist. Ja. Also, das da ist ein einzelner Block. Und wie groß das hier ist. Zeig mal einen Block. Geh mal richtig nah dran. Ja, das ist schon groß. Mhm. Groß. Wie hat man denn da die Übersicht? Ja, da hast du ja ein relativ einfaches Pattern, dass du dir halt so merken kannst, wo du das hochziehst. Was ist Hermitcraft? Was ist das? Hermitcraft? Hermitcraft ist auch, also ist ein auch super großes Serverprojekt, aber das ist aus dem internationalen Raum so, wo halt eben auch super, super viele erfahrene, große Minecraft-YouTuber auf einem Server halt eben spielen und auch ganz kranke Sachen bauen. Wer ist eigentlich der größte Minecraft-Streamer der Welt? Weiß ich, Real Talk jetzt nicht ganz genau. Also gerade im internationalen Raum, ich weiß gar nicht, also ich weiß nicht, ab wann man halt Streamer ist, ne? Also es gibt halt riesige YouTuber, die halt
halt, weiß ich nicht, fünfmal im Jahr oder so streamen oder so, I don't know. Dream, wer ist Dream? Also, weiß jetzt, Dream ist der größte, also der größte Minecraft-YouTuber, den es gibt. Also, Dream ist der größte Creator, würde ich so sagen, was Minecraft angeht was generell. Was ist für ein Landsmann? USA. Und in Deutschland bist du es, hä? Ja, es ist immer Definitionssache. Also, kommt halt drauf an, wonach du gehst, wenn du nach Abonnentenzahlen gehst. Also, das ist halt, mache ich mir auch nicht so viele Gedanken drüber. Dream hat 30 Millionen Abonnenten, was ist das denn? Ja, ich würde sagen, es ist eigentlich so mit der größte Gaming-Creator, den es gibt. Du hast noch nie was von Dream gehört. Guck mal, hier ist Trimax. Aber es ist halt auch also, überhaupt mal, nicht meine Bubble. Lol, wer hat das denn gebaut? Es hat dieselbe Person gebaut, die auch deinen Skin gemacht hat. Was? Also Norman. Hä, Digga, wie macht man denn sowas? Wie macht man denn sowas? Das sind einzelne Glasscheiben, das ist sozusagen ein riesiges Pixel-Art. Aber da musst du doch auch krass Talent für haben. Wie hat er es hinbekommen, dass es so aussieht wie Max? Wenn ich 100 Jahre Zeit hätte, würde ich es nicht schaffen, einfach auf ein Blatt Papier zu zeichnen, wie er aussieht. Konturen und so, ich kann sowas nicht. Ich werde nie verstehen, wie jemand das hinbekommen kann, dass die Person so aussieht, wie er halt. Weißt du, wisst ihr? Ja, ich checke. Und das alles umsonst. Der hat auch meinen Skin gemacht. Norman! Norman, wie sieht's aus mit einem Gemälde? Für Jello. Ich weiß nicht, ob ein Gemälde hinbekommen würde, aber er kann es bestimmt mal probieren. So ein Ding da, hä? Aber wie lange braucht man für sowas? kommt drauf an. Also du erstellst dir ja da auch dann eine Vorlage und dann weißt du schon, wo du halt was platzieren musst und so, aber das ist schon cool. Aber Dream ist inaktiv. Bro, das ist, also du kannst dir nicht vorstellen, was das für ein Personenhype ist, um teilweise die größten Minecraft-YouTuber, das ist halt, die können ein Video im Jahr hochladen, sind, also das ist... Das knallt rein, ja. Aber das finde ich krass, dass du noch nicht einmal was von Dream, also auch wenn es nicht die Bubble ist und so, dass du noch nie was von Dream gehört, das ist krass. Ist nicht meins, ist nicht so, ich bin da über... Bro, ich, in Minecraft, ich wusste bis dato nur, dass man da irgendwas baut. Der hat in 1, 2, 3, 4, 5 Videos 180 Millionen Aufrufe. In aber so Mr. Beast Videos. Und so kennst du ja auch, oder? Ja, Mr. Beast kenne ich. Also, ich würde eigentlich fast schon sagen, wenn man Mr. Beast kennt, kennt man eigentlich auch, also wenn man ein bisschen im Gaming-Bereich ist, kennt man auch Dream. Digga, also so vom Namen. 180 Millionen Aufrufe, das ist komplett geisteskrank, Chat. Also so für 5 Videos. Ja, auf jeden Fall. Ja, und er hat sich auch richtig lange nicht gezeigt. Aber jetzt hat er sich... Oh, jetzt hat er sich gezeigt dann. Vor 3 Monaten. Er hat sich vor kurzem gezeigt. Guck mal, ich glaube, der streamt halt, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich würde jetzt sagen, also ich wüsste, also so ein Dream gestreamt hat vielleicht, weiß ich nicht, 10 Mal im Jahr oder so, maximal, I don't know. Aber ich kenne mich jetzt auch nicht ultra aus. Warum zieht er nicht so komplett durch, check ich nicht. Einmal die Woche so ein Video, reicht ja. Oder alle 2 Wochen. Ich glaube, dass das bei so einen Leuten gerade erst recht mit den Personenkulten immer so aufrecht, also das ist gerade bei den internationalen Leuten so unfassbar krank, dass die, ja, I don't know, das ist schwer zu beschreiben. Also Real Talk, es geht nicht in meinen Kopf rein, wie er das hinbekommen hat. Dass es so aussieht wie er. Selbst wenn du den Kopf und so, die Form von seinem Kopf, aber dass das aussieht wie Trimax, finde ich krank. Soll ich mal versuchen, Trimax zu malen? Ich glaube, es ist leichter, als es aussieht. Glaubt ihr? Trotzdem muss man das erstmal machen. Und ich habe meine Finger zur Verfügung. Ist das Trimax, den du gerade malst? Mhm. Was hat er dir getan? Was malt er da? Naja, Trimax halt. Digga, ist das respektlos. Ja. Das ist krank. Warst du früher gut in Kunst, Eli? Ich verstehe es nicht, wie er es hinbekommt, dass er aussieht wie Trimax. Ich verstehe, was du meinst, ja. Dass man es sofort erkennt. Wie kriegt man das mit den Konturen hin? Kann ich nachvollziehen. Trimax versucht, Level 2000 zu kommen. Naja, du kannst dir vorstellen, guck mal, das hier ist das ist zum Beispiel eine Kaktusfarm. Dort wird, immer wenn ein Kaktus wächst, wird der automatisch abgebaut. Also wird der kann nicht wachsen, der wird automatisch gedroppt. Und du siehst ja selber, dass es unfassbar viele sind. Die alle Kakteen, die sozusagen jetzt runter oder abfallen, werden am Ende verbrannt automatisch. Ich war jetzt hier selber noch nicht unten oder so, aber wird dann alles automatisch eben gesmeltet. Und dann hast du halt hier eine große Smelting Area. Und dann kannst du halt hier... Und was kriegt man da raus? Sehr Level. Wenn du Kakteen verbrennst, kriegst du sehr viele Level. Ist das geisteskrank. Wer baut denn sowas? Bro, Minecraft ist ein unfassbar kreativ förderndes Spiel. Also das ist unfassbar. Craften. Ich zeig dir mal was anderes. Ich zeig dir mal das Casino. In dem Casino kannst du halt wirklich, also das haben wir auch ein paar Mal gemacht, wir haben halt da wirklich Poker gespielt in Minecraft. Mann, das ist auf dem falschen Server. Du könntest rein theoretisch hier einen Deal reinsetzen. Ja. Und den setzen und dann hast du halt hier wirklich eine Slot-Maschine. Digga. Und dann musst du, wenn alle drei gleich sind, kriegst du einen, oder was? Dann kriegst du was, ja. Rein theoretisch. Ich spiel mal. Wäre der letzte grün gewesen, hättest du einen Smaragd bekommen. Genau, ja. Das ist alles halt mit ganz viel technischen Aufwand gemacht. Digga. Aber wenn man ein Slot, ein Dia, jetzt hättest du ein Dia bekommen können. Du setzt ein Dia und kriegst ein Dia. Ey, wenn du jetzt zum Beispiel 3 Dias hast, dann bekommst du halt sehr viele. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, 10 oder so, I don't know. Na, also es gibt auch zum Beispiel... Und wie ist das System, hä? Es ist eine ganz, ganz komplexe Redstone-Maschine. Also das ist halt... Was ist denn Redstone? Elektrizität in Minecraft sozusagen. Ich glaube, ich lass los, Chat.
Also das hier ist zum Beispiel, hier kannst du zum Beispiel die Schaltungen sehen. Also nur damit du mal ein Bild davon bekommst. Wirklich, glaub mir, das ist jetzt, also du spielst deine zweite Woche Minecraft, das dir jetzt zu erklären, das wäre zu viel. Jetzt musst du loslassen. Hier haben wir Roulette. Du kannst halt hier einen Dia setzen und dann kannst du dir rein theoretisch aussuchen. Das ist jetzt auch alles ohne Mods und so gebaut, ist auch nochmal wichtig zu erwähnen. Du kannst jetzt aussuchen. Und ich habe alle meine Dias verloren, wollte ich auch nochmal erwähnen. Rot, schwarz oder grün. Wir können jetzt zum Beispiel einen Dia mal auf grün setzen und wenn ich das jetzt möchte, dann auf grün? Ja. Ist aber grün ist schon sehr unwahrscheinlich. Müssen wir gucken, wo dieser goldene Block stehen bleibt. Er ist jetzt auf rot hier stehen geblieben, ich verliere. Digga, ihr dürft Monte nicht auf den Server lassen. XP-Farm hat er also schon. Nur mal so eine Kleinigkeit, du musst mal kurz, mach mal kurz den Sound an. Ja, Karussell. Boah, Bro, es gibt so viel. Also es gibt hier, wir haben auch eine Bowlingbahn, die halt auch wirklich funktioniert. Sag mal, aber wie baut man denn sowas? Also guck mal, du musst jetzt vorstellen, das hier ist die Bowlingkugel. Ist auch mit Anzeige, ist mit Display gemacht und so. Also das habe ich jetzt nicht gebaut, ne? Das muss ich jetzt auch mal, das ist eine unfassbare Konstruktion. Wo kannst du würfeln? Werfen? Pass auf, jetzt sind da erstmal die 10 Pins. Die 10 Pins sind Boote, das geht halt nicht anders. Ich kann jetzt hier mein Boot ausrichten, in welche Richtung ich das halt jetzt sozusagen navigieren möchte. Ich sag mal so, jetzt ein bisschen mittig. Und jetzt kann ich ihm den Boost geben und jetzt stoße ich den halt wirklich nach vorne wie eine Bowlingkugel. Also halt einfach, du kannst ja gar nicht dann doll verkacken, ne? Ja, doch, also ist jetzt nicht gleich schwer wie in Real Life, aber es ist halt schon einfach extrem funny gemacht, weil also der Mechanismus, musst du dir halt so vorstellen, es wird jetzt gespeichert, wie viele Boote da getroffen wurden. Und an der Anzeige wird jetzt auch wirklich angezeigt, welche von den 10 Pins jetzt getroffen wurden. Es ist halt einfach automatisiert. Es ist wirklich das Spielzählsystem eingebaut. So, du siehst zum Beispiel, ich habe 8 getroffen, 2 stehen noch. Jetzt werden alle abgeräumt, so wie bei einer wirklichen Bowlingbahn. Also und die 2 bleiben übrig? Die 2 bleiben übrig, ja. Und die werden jetzt gleich wieder aufgebaut für meinen zweiten Wurf. Nur die 2? Nur die 2, ja. Auch da, wo sie nicht getroffen wurden. Also gucke, jetzt kommt der Ball, jetzt kommt die Kugel zurück und die 2 werden wieder aufgebaut. Ja, du kannst dir ja mal vorstellen, du kannst halt so viele Aktionen hier starten. So, das ist, ja, das hat The Joe Craft gebaut. Das ist also auch jemand, der unfassbar krank ist, was Redstone ist. Janis Tentavel. Aber irgendjemand muss ja auf so eine Scheiße kommen. Das heißt, selbst wenn, also gibt es sowas auf YouTube-Tutorials? Nee, das hier ist zum Beispiel, das ist ohne YouTube-Tutorial. Also die Person, die so, also jetzt zum Beispiel die Person, The Joecraft, die das jetzt gebaut hat, die macht darüber Tutorials, wie man das baut. Aber wie kommst du denn auf sowas? Das sind sehr intelligente Menschen. Die müssen extrem intelligent sein. Basti, weißt du, wie alt du bist? 25. Wallah, Basti, du bist 25? Ja. Warum habe ich dich auf 35, 36 geschätzt? Mann, Digga, du bist ein ganz schlechter Altersschätzer. Abu dachte, ich bin 28. Er hat so eine schlechte Alterseinschätzung. Abu dachte, ich gehe auf die 30 zu. Boah, er sagt gerade, ich bin 35. Mann. Ich beurteile nicht nach Aussehen, das hast du jetzt auch bei Basti gemerkt, Eli. Ich beurteile einfach, je nachdem, wenn ich mit jemandem spreche, wie er sich ungefähr im Gespräch verhält. Okay, wie alt denkst du dann ist Sydney? Sydney würde ich schon so sagen, 21, 22. Dann wäre Sydney 17. Und wie alt ist Rohat für dich? Nein, Rohat ist manchmal ist er 15 und manchmal ist Rohat 30. Wie alt bin ich? Wie alt bin ich? Ich würde schon sagen, so 23, 24. Ah, okay. Es ist halt eine Raid-Farm. Du weißt halt auch nicht mal, was ein Raid ist, aber das ist eine Farm, das die sich. Das ist sowas halt wie ein Host. Aber es ist halt, an der stellst du dich halt AFK und tötest halt innerhalb von, also von Minuten hunderte, tausende Monster. Und dann kriegst du XP. Bist erstmal wieder nicht nur XP, sondern du kriegst halt, also dann. Guck mal, Unmengen an Smaragden. Guck mal, du siehst ja hier die Smaragde. Ja. Du kriegst halt doppelkistenweise alles. Warum kriege ich Smaragde? Und Totems. Warum? Woher? Weil die Monster, die dort getötet werden die ganze Zeit. Aber jetzt mal ehrlich, wozu halt brauche ich so viele Smaragde? Wofür? Musst du nicht unbedingt so viele haben, aber Leute wollen halt immer extremere Sachen bauen, die halt noch effizienter, noch krasser und daran wird sich dann gemessen. Also man gibt es auch aus, aber für was? Guck mal, zum Beispiel, ich habe meine Nether-Rüstung. Ich brauche nie wieder, rein theoretisch, diese Quarz, diese Anti-Blöcke da. Ja, dafür machst du auch keine Farm. Mit Smaragden kannst du aber halt reintritt immer wieder bei Villager neues Zeug kaufen. Sind auf dem Server jeden Tag immer noch Leute? Nee, aktuell nicht. Das Projekt geht jetzt langsam, also ist jetzt langsam so am Dings. Am Ende. Aber die spielen ja auch immer noch alle Minecraft. Also die sind jetzt auf einem anderen Server wahrscheinlich. Du spielst in Minecraft ja nicht nur auf irgendwelchen Servern oder so. Das ist halt ein ganz, ganz kleiner Teil von Minecraft, dass du halt auf einfach einem Server spielst und ein bisschen baust. Was mache ich denn sonst so? Das wollte ich dich fragen. Sagen wir, ich bin fertig mit meinem Haus. Sagen wir, ich habe meine ganze Rüstung. Was mache ich denn dann? Setzt du dir halt neue Ziele. Also du kannst rein theoretisch. Also guck mal, ich selber spiele auch zum Beispiel solche Welten auch nicht die ganze Zeit oder so, sondern ich starte dann irgendwann wieder eine neue Welt mit einer Einschränkung. Also ich versuche manchmal Minecraft durchzuspielen mit krassen Einschränkungen, dass ich Minecraft durchspiele, ohne ein einziges Mal zu springen, dass ich Minecraft durchspiele, ohne ein einziges Mal Wege zu drücken. Digga, wie hast du Minecraft durchgespielt, ohne WASD zu drücken? Du kannst auf dem Schwein reiten, ohne WASD zu drücken. Und was ist durchspielen? Ab wann hat man es durchgespielt? Den Enderdrachen, wenn du den Enderdrachen tötest. Also ich töte sehr oft den Enderdrachen auf verschiedenste Arten. So, ich
habe mal den Enderdrachen mit Kartoffeln besiegt im Real Life. Mit Kartoffeln? Wie hast du es denn hinbekommen? Ich habe, also statt einer Tastatur und einer Maus, habe ich Kartoffeln benutzt. Digga, wie funktioniert denn das? Wow. Digga, er hat das einfach angeschlossen. Wie in der Schule, so ein Experiment. Eli, ich lade dich in mein Schlafzimmer ein. Ja, kann ich da schlafen? Ich habe zwei Betten natürlich, komm mit. Na, Baby. Welche Papa? Abu Yamabru. Oh, Alabarak Fik. Was? Das ist Arabisch. Ich spreche mit Eli Arabisch. Alles gut, Isa. Ja. Also, hello. So, hier weiß ja Bescheid, oder? Meine Kuhfarm. Oder natürlich unsere jetzt. Hello. Schuf, die Kuh. Schuf, Eli. Schuf, die Kuh. Ja, halal Flachem. Ist halal. Ist halal? Guck auf Schild. Halal Fleisch, ja, Schuf. Hier ist die Schaffarm. Jetzt guck mal von hier oben rein, das ist nämlich mein Dach. Und da sind die seltensten der seltensten Fischchen drinnen. Oh mein Gott. Wir müssen schlafen gehen, Abu. Es ist voll hektisch, wir müssen erstmal schlafen. Ja, komm, wir gehen sowieso jetzt rein. So, das ist jetzt erstmal so die Auffang. Guck mal oben. Ja, ja. Hello. Die sind alle selten, ne? Hello, ja. So, jetzt kommst du hier rein. Ja, Samaka. Samak, ja, richtig. Heißt Fisch. Boah, einfach der Araber. Ich zeig dir erstmal das Schlafzimmer, hier können wir gerne schlafen. Nähen Betten. Nähen Betten, ja. Dach, das ist ganz einfach. Dach ist Bett. Nähen heißt zwei, ne? Richtig. Hier haben wir natürlich einen Kamin, also ein Feuerholz, das nach oben geht, ne? Ja. Dann haben wir hier eine seltene Dachpflanze. Und hier, guck mal hier oben. Die sieht schön aus, hier die Pflanze. Hier haben wir so eine kleine Sitzecke. Du hast ja, ja, ne? du hast auch diese Lichter. Die sind voll cool. Diese und Lichter sind Abo, mal meine Lichter zeigen, wie ich das gemacht habe. Ja. Ich wollte gleich zu dir rübergehen. Hast du noch nicht gesehen? Ich zeig dir gleich mal rüber. Nee. Dann habe ich hier die Chill-Ecke. Yeah. Hier ist die L-Couch. Die habe ich von Ikea gekauft. Ja, Kelp? Du hast einen Kelp? Ich habe natürlich zwei Kelp. Kelp. Ja, hier ist so ein bisschen Bücherecke. Ja, hier sind viele Bücher. Ja, und hier ist die Küche. Hier kannst du dich gerne mit diesen Kartoffeln drin. Ich verstehe wirklich, ich habe die, wenn du die zerstampfst, so ein bisschen Joghurt drüber machst und Salz, sehr, sehr lecker. Mhm. Da vorne beim Apfel. Mhm. Hast du auch irgendwo Gimner? Ja, natürlich. Ah, leider. Ich habe einen Kühlschrank. Ja? Du weißt, Gimner muss im Kühlschrank. Ja, und wie findest du mein Haus? Sieht schön aus, ist gemütlich. Ist gemütlich, oder? Zeig mir mal Rohrs Laube. Aber bei Rohrs war der Scheitan unten, ich sag dir jetzt schon mal. Warum? Was ist denn los? Ach, hast du schon das Schaf gesehen von Monte? Ja, ne? Revi hat's mir gedacht, ich hab noch nie in meinem Leben, ich war komplett geschockt. Hier, das ist dein Schützling, guck ihn dir an. Oh! Amnesia? Candy Kush? Gorilla Glau? Das ist Rohrs Haus-Chat. Uji Ku. Respektloser. Ich hoffe, das ist zu CBD-Züchtung für medizinische Zwecke, Rohat. CBD, ich schwöre, da steht CBD. Yeah. Das ist einfach unser Hausarzt, das Rohat. Das ist great. Ich habe ein bisschen Rückenschmerzen. Lemon Haze ist super Lemon Haze. Medizinisch eingebaut. Egal was du brauchst, Indica, Sativa, Gelato, ich habe alles für dich. Von 5% THC bis 40% THC. Ja, alles, was du willst. Das ist aber, ich weiß nicht, ich feiere das richtig hier, den Keller. Medizinische Zwecke für Rohrs Rausch. Guck mal, ganz hinten rechts, da ist mein Rohaze. Das ist der starke Stoff? Das ist, aber das hab nur ich auch. Ja, Rohaze. Rohaze.